Arsch! Ja, dann könnt ihr Isopropanol oder Aceton oder sowas nehmen. Richtig schön durchmixen, bis es flüssig ist. Als Deckplatte Chipkarte oder sowas. Und naja, die Plastikcover von solchen Schnellheftern waren ganz gut gewesen. Ach ja, und so ein Verbandstuch aus dem Erste-Hilfe-Kasten habe ich noch genommen. Die Kohlefaser legt er dann auf eine abgeschnittene Platte. Und dann wird die Kohlepaste nochmal richtig durchgeschüttelt, durchgerührt, dass keine Batzen mehr drin sind, sondern ganz vorsichtig drauf verteilt. Überall ein bisschen, ne, dass wir überall eine gleichmäßige Dicke hinbekommen. Das nehmen wir dann vorsichtig auf und schwenken es ganz vorsichtig, dass es bis zum Rand läuft. Ja, es soll nicht überlaufen, nur bis zum Rand soll es kommen. Dann ganz vorsichtig wieder ablegen und die restlichen Berge und Erhebungen mit einem Lineal oder irgendwas anderem, was ziemlich schön glatt ist, nochmal richtig schön planen. Ja, so ist das perfekte Wort dafür. Ja, hier richtig schön vorsichtig arbeiten, dass wirklich nichts über den Rand hinausläuft, sonst pappt euch das Ding dann auf der Glasplatte fest. Aber die Adhäsion am Rand, die macht ihr Sach schon. Ja, dann trocknen lassen, dass das Isopropanol oder Aceton oder Alkohol, je nachdem was ihr genommen habt, dann schön verdunstet. Mit der Deckplatte genau dasselbe machen. Schrumpfschlauch könnt ihr an die Deckplatte gleich ranmachen. Hier dann ein paar Tropfen Elektrolyt drauf und euer abgeschnittenes Isoliertuch drauf. Also isolieren tut es ja nicht, nur separieren. Und dann Schicht auf Schicht hochstapeln sozusagen. Ja, das war's dann eigentlich schon. Den Rest könnt ihr mit Vakuum raussaugen und fertig ist es. Ist das heftig?